Genau, ich würde jetzt einen Input geben. Ich weiß nicht genau, wie lang er wird. Ihr sagt einfach Stopp, wenn es euch reicht. Wie gesagt, es sind 10 Prinzipien. Wir müssen die nicht alle durchgehen, aber dass ihr so ein bisschen einen Hintergrund bekommt, woher das alles kommt bei mir, was da so die Forschung dahinter ist. Und genau, basierend so im Großen und Ganzen auf diesem wunderbaren Buch, was da steht und wo ich mich riesig freue, wenn ihr das mitnehmt. Was wiederum beruht auf unserem Projekt Leadership for Transition. Das war ein EU-gefördertes Projekt, das wir im letzten Jahr abgeschlossen haben am Institut für Integrale Studien mit 7 Partnerorganisationen aus 4 Ländern. Und die übergeordnete Frage war, wie kann Politik anders gehen? Weil wir sehen, dass unsere heutige Politik an allen Ecken und Enden überfordert zu sein scheint mit, ja, sie rennt eigentlich hinterher, ja, mit den Ereignissen, mit der Komplexität. Sie ist eigentlich nur noch am Reagieren und nicht mehr am Agieren. Und das scheint ein Zeichen dafür zu sein, dass quasi das Betriebssystem, ja, wie man so im TEAL-Kontext sagt, in der Organisationsentwicklung, wie ein Stück weit an seine Grenzen stößt oder an sein Ende stößt. Und dass es da eigentlich ein völlig neues Betriebssystem oder eben auch ein Mindset, ein Bewusstsein braucht, mit dem wir unsere öffentlichen Angelegenheiten organisieren und gestalten sollten und könnten, damit wir wieder über die Linie, sozusagen über die Wasserlinie kommen und wieder in, ja, Kontrolle ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber dass wir wieder in eine bewusste Aktion anstatt nur Reaktion kommen können. Wir haben da eine Reihe von Materialien entwickelt und auf der Basis von 3 grundlegenden Fragen, nämlich das erste, also was ist dieses neue Paradigma von Politik, was ganzheitlicher, was integraler ist, oder manche sagen auch metamodern, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört. Daraus ist dieses Buch entstanden. Die zweite Frage war, wo gibt es denn das schon? Ja, und das gibt es schon an ganz vielen Stellen. Ihr kennt wahrscheinlich auch einen Haufen Initiativen, die schon versuchen, in ihren jeweiligen Bereichen zumindest Teile dieses neuen Paradigmas und dieser ganzheitlichen, integralen Herangehensweise an Politik, an Gesellschaftsgestaltung, Gemeinschaftsgestaltung für sich irgendwie zu entwickeln. Das muss man selber entwickeln. Es gibt nirgendwo so eine Bibel, wo dann drinsteht, wie man das macht, sondern das ist quasi wie so eine aktive Erforschung. Und also wir haben uns dann angeschaut, was gibt es schon für Pioniere, die das schon tun, in verschiedenen Orten, in verschiedenen Ländern. Und die dritte Frage war, ja, was können wir von denen lernen? Was können wir sozusagen an Methoden, an Instrumenten, Werkzeugen uns da abschauen, die wir dann auch in andere Kontexte tragen können, also quasi als wie so einen Methodenkoffer zu entwickeln, wo dann andere, die das noch nicht kennen, die das noch nicht praktizieren, mitarbeiten könnten. Und dann haben wir noch eine Reihe weiterer Produkte entwickelt, die ihr euch alle auf der Webseite anschauen könnt. Zum Teil sind die interaktiv, eine Datenbank über wie tieferer Dialog funktionieren kann und so weiter. Sehr, sehr praktisch, sehr, sehr Mikroperspektive, was jeder im Kleinen sozusagen sofort umsetzen kann. Genau, das ist noch der Werbeblock. Also wenn ihr das Buch, nee, ihr kauft es jetzt hier, weil sonst wäre die Einladung, wirklich über diesen Shop zu gehen. Wo wir auch nur mit persönlicher Widmung. Ja, auf jeden Fall, genau, Signierstunde. Das gibt es auch auf Englisch. Genau, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt hatte, also ich habe selber auch einen Hintergrund, wie man so auf Neudeutsch sagt, in der Politik und Sozialwissenschaft, habe mich mit Osteuropa, Russland sehr intensiv beschäftigt, das war so Anfang der 90er Jahre, und habe dann Gott sei Dank bald das integrale Modell entdeckt, weil ich in der Auseinandersetzung mit diesen ganzen Transformationsprozessen in Russland vor allen Dingen sehr schnell festgestellt habe, dass so die klassische Politikwissenschaft da an ihre Grenzen stieß, ja, also mit so kleinteiligen Modellen, Phase 1, 2, 3 und dann ist es demokratisch. Das funktioniert leider nicht in solchen Kontexten, wo es eben überhaupt keine Demokratieerfahrung jetzt in dem Sinn, wie es die Politikwissenschaft formuliert gab oder gibt, und daher von mir aus schon immer so dieser Wunsch, wir müssen tiefer in den unteren linken Quadranten reingehen, ja, also diesen Kulturquadranten, also der letztendlich darüber entscheidet, wie die unteren rechten Institutionen, Strukturen etc. funktionieren, ob sie funktionieren, welche Strukturen überhaupt hervorgebracht werden von einer Gesellschaft, das entscheidet sich im unteren linken Quadranten, wie sich Leute verhalten, oben rechts entscheidet sich auch dort, also das hängt alles miteinander zusammen, und wenn man sich jetzt nur diesen einen Quadranten Strukturen anschaut,
kommt man nicht allzu weit. Also die Antriebsfaktoren finden sich unten links und so weiter. Also das ist so ein bisschen mein Hintergrund dazu. Habe mich sehr intensiv eben mit der russischen Nicht-Aufarbeitung der sowjetischen Vergangenheit beschäftigt, wo ich vor 25 Jahren für bescheuert erklärt wurde. Das ist doch gar nicht wichtig. Heute sehen wir, wie wichtig es ist. Also auch das so ein bisschen ein Beispiel dafür, wie hilfreich integral sein kann, einfach zu erkennen, worauf kommt es denn eigentlich an? Wo ist eigentlich der Hase im Pfeffer? Und das schärft einfach den Blick auf eine fantastische Art und Weise. Und ja, so. Genau, das ist so mein Lebensthema, integrale Politik. Wir machen monatliche Salons. Der nächste ist nächsten Donnerstag, auf Englisch allerdings, wo es eben genau um dieses Thema geht, Ukraine. Was können wir da als so eine integrale Community an anderen Perspektiven, vielleicht auch sogar an Lösungsansätzen zusammen erarbeiten, wenn wir eben mit dieser integralen Brille sozusagen auf das ganze Thema schauen und einfach nochmal ganz andere Perspektiven reinbringen. Podcast, okay, kann ich jetzt nicht alles im Einzelnen benennen. Ja, also das so ein bisschen zum Hintergrund, genau. 10 Thesen zur Rettung der Welt. Ich habe es ein bisschen provokativ auf den Punkt gebracht, also das ist quasi so die Quintessenz aus dem Buch, wo ich, wie gesagt, so durch die verschiedenen Impulsgeber gehe, von Aurobindo, Jean Gebser, Claire Graves, das ist derjenige, der hinter Spiral Dynamics steht, die ganze Forschung dazu gemacht hat, leider nicht immer gewürdigt wird, denken immer alle, das ist Don Beck, ist aber nicht Don Beck. Dann Ken Wilber natürlich, Otto Scharmer, Frédéric Laloux, das Thiel-Paradigma, Hansi Freinacht, das Metamoderne. Metamoderne Politik gibt es noch gar nichts auf Deutsch dazu. Mein Kapitel ist das erste tolle Kapitel auf Deutsch. Und dann gibt es noch Beiträge von drei Kolleginnen, drei Beiträge über eine Quantenperspektive auf Politik, eine feministische oder eine feminine, sage ich mal, Perspektive auf Politik, die eben einfach auch so diese inneren Dimensionen viel stärker einbezieht und noch eine Sense-Making-Perspektive, gehe ich jetzt auch nicht drauf ein, also das nur so ganz grob. Genau, wenn ich das jetzt alles runterbrechen sollte, wären es zwei Hauptthesen. Also zum einen, die Politik, wie wir sie kennen, ist überholt. Sie ist nicht mehr zeitgemäß, hatte ich schon gesagt, weil sie eigentlich nur noch hinterherrennt den ganzen Herausforderungen. Sie ist dysfunktional und sie ist auch ungesund, also man könnte sagen, in mancher Hinsicht sind die Dynamiken pathologisch, wenn man jetzt so integral sprechen würde, weil es einfach nur noch zur Selbsterhaltung beiträgt und nicht mehr dazu, tatsächlich Probleme zu lösen. Stellt sich natürlich die Frage erstmal, warum ist das so und was ist die Alternative? Die ist natürlich ein integrales Bewusstsein. Ja, da vielleicht ein paar Worte noch, warum ich das so sehe. Als Politologin natürlich habe ich immer auch so diesen ganzen Rucksack an theoretischem Forschungshintergrund und so weiter. Was ist überhaupt Demokratie, so aus dieser klassischen politikwissenschaftlichen Perspektive? Das hat natürlich alles auch damals seinen Zweck gehabt und seinen Sinn gehabt, Repräsentation von möglichst vielen Milieus damals, so ist der Parlamentarismus, wie wir ihn kennen, ja entstanden. Also da ging es darum, im Zuge der Industrialisierung und so weiter, diese neu entstehenden sozialen Milieus, Arbeiterklasse, Bürgertum, Unternehmer und so weiter, die abzubilden und ihnen, was es vorher nicht gab in der Monarchie, also eine Stimme zu geben und sie am politischen Prozess teilhaben zu lassen. Das ist dann immer weiter ausgeweitet worden. Erst waren es nur die Männer, dann waren es irgendwie alle über 18 und jetzt überlegt man sogar langsam, ob wir auch noch die zukünftigen Generationen, die Umwelt, Tiere und so weiter einbeziehen sollen in ein Wahlrecht. Aber jedenfalls, das Ganze wird repräsentiert über Parteien. Ja. Und das ist dieser Mechanismus, der eben aus dieser Industrialisierung kommt und aus der Frühphase des Parlamentarismus, wo er funktional war, weil eben diese Milieus sonst einfach keine Stimme hatten. Und der aber jetzt nicht mehr funktional ist aus meiner Sicht, weil erstens mal haben wir nicht mehr nur eine Identität, sondern ganz viele unterschiedliche Identitäten, die man nicht mehr so klar abgrenzen kann. Und vor allen Dingen auch diese systemischen Mechanismen hier mit dem Parteienwettbewerb, also die so funktionieren, dass du in diesem System als Partei nur erfolgreich sein kannst, wenn du gegen andere gewinnst. Das heißt, du musst immer dich gegen jemand anders positionieren. Die Grenzen sind aber gar nicht mehr wirklich da. Also man muss künstlich sich überlegen, ja, wie ist jetzt SPD anders als Grüne? Es gibt schon noch ein paar Unterschiede, aber
Es ist immer zunehmend künstlich irgendwie. Ja? Und die müssen sich aber gegeneinander abgrenzen, weil sie müssen gegeneinander da irgendwie Wahlkampf machen. Und die Anreize sind genau nicht das, was wir bräuchten, nämlich eigentlich überparteiliche Kooperation, eine sachbezogene, fachbezogene, problembezogene Kooperation und nicht dieses, wer ist jetzt besser, ich kann mir das schon gar nicht, Talkshows kann ich nicht angucken, also weil ich finde das, ja, also es fördert einfach die Polarisierung und so dieser, also dieser Kampfgeist im Sinne von, ich kann nur gewinnen, ich kann nur erfolgreich sein, wenn ich gegen jemand anders mich da aufstelle, das fördert eigentlich genau eben die Tugenden, die wir nicht haben wollen und auch ungesunde Dynamiken im Sinne von, also es werden Leute eingeladen, die eben fein, die okay sind mit so einem Orange, ja, mit so einem sehr kämpferischen, sportlichen, ich setze meine Interessen durch und wenn ich jetzt gesiegt habe, dann fühle ich mich toll und der andere, der dann eben nicht gesiegt hat, hat dann halt Pech gehabt. Aber es führt eben auch dazu, dass tatsächlich Leute gewisse Anteile von sich abspalten. Und ich muss in einer gewissen Rolle dort auftreten in diesem System. Ich muss diese Stärkeposition in den Vordergrund stellen. Ich darf keine Schwächen zeigen. Ich darf mich nicht als ganzer Mensch zeigen. Ich darf keine Emotionen zeigen. Ich darf keine Fehler machen. Ihr kennt das alle. Und es gibt ganz spannende Untersuchungen dazu. Ein Buch, was vor ein paar Jahren erschienen ist, von zwei Journalisten, die Interviews gemacht haben mit, ich weiß nicht mehr wie vielen, aber um die 100 Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Buchtitel, Alleiner kannst du gar nicht sein. Ja? Und die haben einfach so gefragt, wie geht das so ab in diesem System und haben also entsetzliche Dinge herausgefunden, also dass eben viele sich ganz einsam und alleine fühlen, dass sie eben nur in ihrer Rolle dort sind, dass sie abgekoppelt sind von ihren Familien, dass sie überhaupt keine Zeit mehr haben für irgendwas anderes, dass eben diese schlechten Angewohnheiten wie Durchsetzungsvermögen, kann ja auch was Positives sein, aber dieses übertriebene Durchsetzungsvermögen im Sinne von alles andere platt machen, dass das Einzige ist, was zählt. Und so weiter und so fort. Also es gab dann auch ein Zitat so von jemandem, wo es dann darum geht, wie läuft das in den Fraktionen so ab, nach dem Motto mit Ja-Stimmen und Klappe halten. Ja? Also da zählt dann nicht, was ich für eine Position habe, was ich für vielleicht ein gutes Argument habe, sondern da zählt dann nur die Fraktionsdisziplin. Und es gibt also eine Reihe von erschreckenden Aussagen von Ehepartnern, von Psychotherapeuten der Politiker, ja, aus Berlin, die da also berichten, dass es zu Persönlichkeitsstörungen und so weiter kommt. Mal gucken, ob ich ein Zitat finde, wo jemand eben sagt, also die Politik ist ein Sammelbecken für Persönlichkeitsstörungen. Ja. Also das mal so eine Komponente. Und es trägt dann eben auch dazu bei, dass diese Systeme so träge sind. Ja? Also weil das so funktioniert, weil ich nur erfolgreich sein kann, wenn ich mich gegen andere durchsetze, habe ich natürlich also auch keinen Anreiz, da irgendwas dran zu ändern. Weil wenn ich drin bin im System, dann profitiere ich natürlich davon. Das sind ja unglaubliche Privilegien, die man da hat. Bahncard 100 ist nur das kleinste davon. Man wird bedient, man hat Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich da drin bin, habe ich keinen Anreiz, irgendwas zu verändern. Und deswegen ist auch nicht zu erwarten, dass da eine Veränderung von innerhalb des Systems kommt. Die muss eigentlich von außen kommen, sprich also von uns. Wir sind der Souverän. Also wenn wir das verlangen, dass sich da was verändert, dann kann sich was verändern. Das passiert ja auch schon. Ne? Also die coolen Innovationen, Stichwort losbasierte Bürgerräte, habt ihr wahrscheinlich auch alle mitbekommen, die kamen jeweils von außen, also jedenfalls nicht von innerhalb des politischen Systems, also von der engagierten Zivilgesellschaft, mehr Demokratie und so weiter, die es dann geschafft haben, auch da Zustimmung im System für zu bekommen. Aber da musste man erst das System von überzeugen. Das heißt, es ist auch nicht reformunfähig, aber es ist transformationsabgeneigt im Sinne von über sich selbst hinauszuwachsen, ist natürlich nicht das Interesse des Systems. Und da kommen wir dann ins Spiel sozusagen. Gut, dann kommen wir zur Frage, was ist denn die Alternative? Integrale Politik.
Wir haben das in unserem Projekt auf einen ganz kurzen Nenner gebracht. Der steht hier, die neue Politik. Wir haben es auch neue Politik genannt, um eben nicht dieses Wort, was vielleicht nicht alle verstehen, integral, gleich so ein bisschen als Fragezeichen in den Raum zu stellen. Die neue Politik ist tiefer, weitsichtiger und langfristiger oder auf Englisch deeper, wider, longer. Und es kommen noch viele andere Aspekte dazu, aber das bringt es vielleicht schon mal ganz gut auf den Punkt. Und ich habe dann die Haupteinsichten aus meiner Betrachtung dieser ganzen Impulsgeber mal so in 10 Prinzipien zusammengefasst. Ein bisschen eine Anspielung an Ken Wilber mit den 10 Grundaussagen, ja, Basic Tenets. Und zwar einmal 5 Prinzipien eher so grundlegender Art. Ja, was macht es im Kern, in der Essenz aus? Und die anderen 5 sind eher Prinzipien der Umsetzung, weil das nämlich, glaube ich, gerade im integralen Paradigma ganz wichtig ist, dass das Wie eben sehr bedeutsam ist. Es kommt nicht nur auf die tollen Inhalte an, sondern ich muss das auch leben, ich muss das auch verkörpern, ich muss davon auch wirklich praktisch überzeugen, indem ich das wirklich auch ja, mit Integrität ins Feld stelle, sozusagen. Und genau, hier sind Sie im Überblick. Und ich gehe dann jetzt mal ein bisschen durch, wobei, ja, das ist ein Diskussionsvorschlag sozusagen, die sind nicht in Stein gemeißelt, aber das ist so das, was ich da herausgefunden habe als wichtig. Und genau, ich fange mal mit den ersten 5 an und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ja, erstes Prinzip, wahrscheinlich wenig überraschend, also mehr Perspektiven, insbesondere natürlich die verschiedenen Quadranten, also das Innen, das Außen, das Individuell, das Kollektiv einzubeziehen, in einer aperspektivischen Art und Weise, kennt ihr alle, also dass man jetzt nicht sich auf eins nur speziell fokussiert und sagt, das ist jetzt die Weisheit oder die Wahrheit, sondern wir müssen aus verschiedenen Perspektiven schauen, weil wir alle natürlich eine begrenzte Sicht haben. Und im gemeinsamen Draufschauen aus einer solchen aperspektivischen Haltung bekommen wir ein vollständigeres Bild, was nie komplett vollständig sein wird, aber zumindest vollständiger, als wenn jeder auf seiner Position beharrt. Und was besonders wichtig ist natürlich dabei im Vergleich zu dem, was wir kennen, das ist das Einbeziehen der inneren Qualitäten. Also Qualität ist so das Stichwort. Es geht nicht nur um eine Quantität von mehr Perspektiven, sondern eine Qualität in dem Sinne, dass ich auch wirklich gucke, was ist denn eigentlich relevant, in dem Sinne, welche Quadranten sind denn eigentlich vielleicht unterbelichtet gewesen und kommen viel zu wenig vor und müssten aber einbezogen werden, damit wir verstehen, worum es eigentlich geht. Stichwort Russland, ja, also wenn ich nicht verstehe, wo das Land herkommt historisch, was es da alles für ein Gepäck gibt, was es alles nicht gab an Erfahrungen, dann werde ich nicht verstehen, wie dieses Land funktioniert. Ja. Genau, also politische Kulturen, ganz wichtig, als ein Fokus dabei. Ihr kennt sicherlich alle das Eisbergmodell von Freud. Ja. Psychologie spielt ja eine ganz wichtige Rolle im integralen Paradigma. Und das ist eben ein schönes Beispiel dafür, was alles im herkömmlichen politischen Betrieb meistens unterbelichtet ist. Ja. Also alles, was unter der Wasserlinie ist, findet da eigentlich kaum statt. Also wir sind nur über der Oberfläche, wir hauen uns die Positionen um die Ohren, wir projizieren, was das Zeug hält und so weiter. Aber mal ins Fühlen gehen und uns wirklich auch anerkennen, was sind denn da vielleicht für Emotionen, die uns alle natürlich antreiben, aber die wir uns nicht trauen zu äußern. Und wenn wir die nicht anschauen, dann werden wir die Verhärtungen auch nicht auflösen, Traumata etc. Das ist ja das, was eigentlich im tieferen Sinne die meisten Konflikte irgendwo verursacht oder auch bestimmt in die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Aber wir haben über dieser Wasseroberfläche in unserem politischen System einfach in der Regel nicht die Safe Spaces, also die sicher oder die risikoärmen Räume, sagt man mal so, um das auch zu zeigen, also diese Themen zu behandeln, ohne dass es weitere Kollateralschäden gibt, ohne dass wir weitere Verletzungen und Traumata auslösen. Und dazu braucht es, glaube ich, diese Weite des integralen Blicks, um diese Räume zu schaffen, die das halten können und die uns sozusagen die Kraft geben und, wie soll ich sagen, ja, den Raum einfach, um diese Dinge alle anzuschauen. Das ist also das, was integral da beitragen kann.
im Blick auf das erste Prinzip. Sind Fragen erlaubt oder hältst du sehr auf? Wenn es ganz kurz ist, ich würde jetzt aber nicht diskutieren, weil ich würde die jetzt erstmal gerne vorstellen. Okay, nur was, ich frage mich beim Begriff Entschleunigung. Ich denke, ich weiß, wo er herkommt, aber Politik findet in Kontexten statt, wo wir meines Erachtens nicht den Einfluss haben, sie zu entschleunigen. Da finde ich im harten Prosa ganz klasse. Ja. Okay, keine Theorie, aber Entschleunigung ist ein wichtiges Stichwort. Es gibt Beispiele dafür, das wäre ein eigener Vortrag, nämlich das sind nämlich die Pioniere, die das schon machen. Also zum Beispiel sage ich jetzt einfach nur die Alternative in Dänemark, eine Partei, die aus dem Stand über 5% gekommen ist, die einen Wahlkampf geführt hat mit genau diesen Prinzipien. Die hat sich geweigert, diesem ständigen beschleunigten dieser Dynamik zu folgen und hat wirklich aus einer ganz anderen Kultur heraus sich hingestellt, wir machen das jetzt hier anders. Und das war erfolgreich. Also gibt es nicht so. Gut, nächstes Prinzip, auch nicht überraschend, die Entwicklung, ja, die ganze Dimension der Komplexität, der vertikalen Komplexität, die ganz viele Facetten hat. Das bekannteste ist dieses berühmte Spiral Dynamics, was wie gesagt auf Claire Graves zurückgeht und nicht auf Don Beck. Und da gibt es dann ganz viele andere noch Modelle, Entwicklungsmodelle, das wisst ihr wahrscheinlich, also es gibt ja auch diese Linien der Entwicklung, also verschiedene Bereiche unserer Persönlichkeit, auch unseres Miteinander, entwickeln sich in unterschiedlicher Weise, das hängt natürlich miteinander zusammen, aber man kann es einzeln betrachten, wenn man das jetzt genauer erforschen wollte. Und das hat natürlich eine Auswirkung in der Politik. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass jeder von uns irgendwo in seiner Entwicklung steht, in den verschiedenen Bereichen auf unterschiedlichen Punkten, jeder, einschließlich die politische Welt, dann hat das Auswirkungen. Ja? Und das wird momentan überhaupt nicht in Rechnung gestellt und wäre so wichtig, um Politik, um das Verhalten einzelner Akteure, seien das jetzt Führungspersonen oder auch Follower, also Leute, die halt eben bestimmte Leute wählen oder auch nicht wählen oder sich auf eine bestimmte Weise verhalten, also das besser zu verstehen und darauf auch viel besser zu antworten und zu reagieren, wenn ich weiß, was sind denn da eigentlich die Antriebskräfte. Und das sehe ich sofort, wenn ich ein bisschen geschult bin in diesen Entwicklungsmodellen. Das ist ein weiterer ganz wichtiger Punkt. Ich habe ein paar Fotos von ein paar Leuten, die ihr wahrscheinlich alle kennt und die, denke ich mal, so ganz grob gesagt auf sehr unterschiedlichen Punkten auf verschiedenen Entwicklungslinien zu verorten wären. Und ich denke mal, das Panorama, das zeigt schon, wie groß die Spannweite da ist und dass es keinen Sinn macht, die alle gleich zu behandeln, im Sinne von zu erwarten, dass sie sich alle gleich verhalten. Das tun sie nämlich nicht. Und wenn ich das ignoriere, dann werde ich da nicht mit auf den grünen Zweig kommen. Ja, ich brauche quasi das Wissen um die Handlungslogiken, um eben nicht auf der Grundlage von Projektionen oder von Wunschdenken zu handeln. Das ist ja so das verbreitete Phänomen, wenn ich das nicht kenne, wenn ich die Handlungslogiken nicht kenne, dann projiziere ich in der Regel mein eigenes, wie ich funktioniere, auf alle anderen und wundere mich dann, warum jemand anders sich anders verhält. Das ist lange Zeit der Fall gewesen mit Putin. Also wie wir auf Putin reagiert haben, also wir, ja, die westliche Politik, habe da schon ein bisschen länger drauf geguckt. Oder auch mit Trump, ja, da haben sich lange... Immer noch, dass Putin ganz Europa einnehmen will. Wie auch immer, auf jeden Fall, man hat lange sozusagen gedacht, ja, also wir verstehen das nicht ganz, wie diese Leute funktionieren, da muss eine clevere Strategie dahinter sein. Ist manchmal einfach eine Entwicklungs-, sozusagen eine Handlungslogik, die eben nicht das ist, was wir hier so in unseren Kontexten für normal halten und weswegen wir uns oder die politischen Führenden sich auch nicht vorstellen können, dass jemand auf so einer relativ unterkomplexen Logik unterwegs ist und dann hält man das für, also dann ist das eine Prä-Trans-Verwechslung, den Begriff kennt ihr vielleicht auch, ja, dass man dann denkt, oh, ich verstehe das nicht, das muss so komplex und so schlau und so strategisch sein, dass ich das nicht verstehe. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Okay, müsste man sich im Einzelnen anschauen, haben wir jetzt auch keine Zeit für, aber das zeigt, wie wichtig das ist und ein entwicklungsgeschulter Blick hilft eben dabei, Dinge relativ schnell zu erkennen, weil im Beispiel von Putin, das verfolge ich seit über 20 Jahren, habe ich mal eine Analyse gemacht und ich sehe kein einziges Verhaltenselement, was nicht in ein bestimmtes Muster passt. Hätte man sehen können, aber okay, das ist nicht Teil der politologischen Ausbildung leider bisher.
Das war Prinzip 2. Prinzip 3 kennt ihr auch alle, Zustände. Ja? Wilber diskutiert das sehr stark am Beispiel dieser, also grob, subtil, kausal, also dieser meditativen Zustände aus dem oberen linken Quadranten. Kann man machen. Jetzt für Politik ist natürlich vor allem der untere linke Quadrant wichtig, also wie sind wir miteinander, wo natürlich das Individuelle auch mit reinspielt, aber das ist aus meiner Sicht stärker thematisiert von Otto Scharmer, den ihr vielleicht wahrscheinlich auch kennt, der ja mit seinem Theorie-U-Modell diese verschiedenen Arten des Zuhörens unterschieden hat, die auch eben implizieren verschiedene Arten des Miteinanderseins. Ja, also wie kultivieren wir den Raum hier miteinander in einer, also wie kommunizieren wir miteinander, dadurch kultivieren wir eine bestimmte Qualität des Miteinanderseins. Ja. Da gibt es dann die klassischen, also über der Wasserlinie, Downloading und Debatte vielleicht noch bestenfalls. Also das, was wir so kennen, man haut sich alles mögliche um die Ohren, jeder hat recht, ja, oder jeder meint, er hat recht. Und dann gibt es die tieferen Qualitäten, die stärker dialogischen, wo ich mein Gegenüber als ganze Person versuche wahrzunehmen und selber mich zurücknehme etc. Also das sind andere Seinsqualitäten und da werden mir andere Sachen bewusst. Ich sehe was anderes, als wenn ich hier nur im Mental rumhänge. Und wenn ich diese Qualitäten bewusst mit einbeziehe oder auch sogar gezielt damit arbeite, indem ich zum Beispiel ja, U-Prozesse in die Politik trage, das passiert in Ansätzen, aber noch viel zu wenig, dann komme ich viel gezielter an diese ganzen Schattendimensionen heran, die vorhin schon, wie erwähnt, ja, einen ganz großen Raum einnehmen oder die auch von solchen Ansätzen wie Deep Democracy zum Beispiel zu Recht auch behandelt werden. Genau, also das wäre das Prinzip 3. Wir machen das auch in U-Prozessen. Wir haben in unserem vorherigen LIFT-Projekt mit einer Methode namens The Collaboratory, also ein Labor guter Zusammenarbeit, viel herumexperimentiert, wie das gehen kann. Also diesen U-Prozess und plus andere methodische Impulse in unterschiedlichsten Kontexten anzuwenden, weil jede Gruppe ist wieder anders und das ist eben genau diese Zustandssensibilität, dass ich nicht nach dem Kochbuch sozusagen Regel 1 bis 10 einfach anwenden kann und dann funktioniert das, sondern ich muss sehr sensibel in einen Kontext hineinlauschen. Ich muss mich vorher damit beschäftigen, mit wem habe ich es da zu tun, wie kann ich mit den Leuten arbeiten, wie kann ich mit dieser Gruppe in die tieferen Qualitäten von Kommunikation und von Zuhören reinkommen und dann kann ich ein Design machen, durch das ich dann durch einen U-Prozess gehen kann und die Qualität, also die Tiefe des Runtergehens ins U entscheidet dann am Ende eben über die Qualität der Ergebnisse, die ich damit erzielen kann. Also damit haben wir auch lange experimentiert. Ich mache übrigens in 2 Wochen ein Seminar zu Theorie U und integraler Politik, falls euch das näher interessiert, in Freiburg physisch. Genau, das ist das dritte Prinzip. Jetzt kommt das vierte. Das lehnt sich sehr stark an Aurobindo, also müsste eigentlich chronologisch betrachtet das erste sein, weil bei Sri Aurobindo, diesem indischen Mystiker und Politiker, der sich ja für die Unabhängigkeit Indiens von Großbritannien eingesetzt hat, ist Spiritualität die Nummer 1, also darum geht es ihm eigentlich. Daraus leitet sich sein ganzes Denken im Grunde ab und da haben dann eigentlich alle anderen dran angeknüpft. Gebser hat sehr stark auf Aurobindo aufgebaut, Ken Wilber dann wiederum auf Gebser und so weiter. Also dieses Angebundensein an etwas, was größer ist als ich selbst, so würde ich es einfach mal ganz unspirituell formulieren, also dass wir jetzt über uns selbst hinausgehen können, das Ego, das Berühmte, relativieren können, uns auch in Verbindung wahrnehmen mit allem anderen, mit allen anderen, mit uns selber und auch mit der natürlichen Umgebung. Das sind die berühmten Three Divides von Otto Scharmer, die ihr vielleicht auch kennt, also diese 3 Krisen, die er benennt als Hauptursachen unserer heutigen Situation, dass wir eben abgetrennt sind von uns selbst, von unseren eigentlichen tiefen Bedürfnissen, von einem guten Miteinander und vom Ökosystem. Und das führt dann eben dazu, wenn ich diese Anbindung wieder herstelle oder wenn ich die kultiviere, dass ich auch wieder eine Anbindung erfahre an einen höheren Sinn oder an einen Purpose, wie das so neudeutsch gerne genannt wird,
Also wozu bin ich eigentlich hier? Also was ist eigentlich so meine Berufung oder mein Auftrag persönlich, aber eben auch so wir als Gruppe oder wenn wir jetzt irgendwie gemeinsam politisch irgendwas erreichen wollen oder eben das Gefühl haben, wir sind gerufen, etwas Bestimmtes zu tun, ne, den Planeten zu retten oder so. Also das ist eine ganz tiefe Motivation, die einfach eine große Klarheit auch bringt, die momentan der Politik ein Stück weit abgeht, würde ich mal sagen. Ja. Wie würde Politik aussehen, wenn sie, das ist dann Prinzip 5, also wirklich aus diesem Purpose, aus dem höheren Sinn und Zweck sich ableiten und begründen würde? Also das ist ein Prinzip, was bei Frederic Laloux, wo es um die Reinventing Organizations geht, sehr gut ausbuchstabiert ist als eines von drei Prinzipien im Thiel, also im integralen Paradigma, Selbstorganisation, Ganzheitlichkeit und evolutionärer Zweck oder Purpose. Und ich habe dann eben jeweils geguckt, was lernt uns das für die Politik oder was hieße das, wenn man es auf Politik überträgt. Und das kann man sich schier fast nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn jetzt Politik nicht mehr darum gehen würde, den Gegner zu besiegen und alle anderen Platz zu machen und die größten Einschaltquoten zu generieren, sondern ja, wie erreiche ich hier das beste Ergebnis für gute Bedingungen auf diesem Planeten? Ja, wenn das unser vordergründiges Ziel wäre, wie würde dann Politik aussehen? Das wäre ein riesengroßer Unterschied. Die Prioritäten wären glasklar und alles, was dem nicht entspricht, das würde erstmal, ja. Und das hat nämlich Laloux, finde ich, auch ganz schön ausbuchstabiert. Da gibt es ein paar Beispiele. Laloux ist einer, ja, der hat ein paar Vorschläge gemacht, zum Beispiel, also Werbung, wie gesagt, auf Englisch sagt er, could be among the casualties. Ja, also Casualty ist so etwas, was dann hinten runterfällt. Ja, also Werbung ist eigentlich dazu da, Leute zu überzeugen, Dinge zu kaufen, die sie eigentlich nicht brauchen. Ja? Sonst bräuchte man keine Werbung. Also die ganze Werbeindustrie, die könnte man gerade mal so. Das hätte natürlich radikale ökonomische, aber das ergibt sich logisch aus diesem purpose-geleiteten Politikverständnis, ja? Und vieles andere mehr. Also alles, was unser Wachstums, unseren Kapitalismus und so weiter betrifft. Dazu ein anderes Beispiel, Ulrike Herrmann, kennst du wahrscheinlich auch, eine Taz, Wirtschaftsjournalistin, die viel publiziert hat und das letzte Buch, wie hieß es nochmal, Das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Nicht wollen oder sollen, sondern werden, weil es nicht anders gehen wird. Ja? Also wir können schlicht und ergreifend auf einem begrenzten Planeten nicht irgendwie unbegrenztes Wachstum, funktioniert einfach nicht. Und sie hat dann sich mal die Mühe gemacht, das auszurechnen. Was heißt denn das für Deutschland? Ja? Also wenn wir sozusagen klimaverträgliche Lebensstile hier einführen würden, die eben nicht über die Belastungsgrenzen des Planeten gehen, das würde für Deutschland ganz konkret bedeuten, dass wir auf das Wohlstandsniveau von 1978 wieder zurück müssten, was ja nicht so schlecht war. Also wir sind da auch schon in Urlaub gefahren, wir hatten auch schon einen Haufen Freizeit und alles Mögliche, die meisten haben es wahrscheinlich erlebt, wenn ich so in die Runde schaue. Und das sind ganz konkrete Fragen, die man sich anschauen muss. Und sie hat dann noch ein paar weitere spannende Ideen dazu. Man bräuchte zum Beispiel etwas wie die britische Kriegswirtschaft von 1939, die es eben geschafft hat, in kürzester Zeit von freier wirtschaftlicher, kapitalistischer Produktion auf Rationierung umzustellen. Also Rationierung in dem Sinne, dass gewisse Güter einfach knapp sind und man die einfach so verteilen muss, dass alle was davon haben. Beispiel Wasser, Energie, private Mobilität, jeder fährt mit seinem Auto rum, funktioniert nicht mehr in Zukunft, sagt, das muss sich ändern. Und wenn wir das heute anfangen zu realisieren als Teil der purpose-geleiteten Politik, dann wird das weniger schmerzhaft, als wenn wir irgendwann dazu gezwungen werden, zu rationieren in 10 Jahren, wenn es dann der Letzte kapiert hat, so ungefähr. Also das wäre eine integrale, purpose-geleitete Politik, die würde sich dafür einsetzen, würde entsprechende strukturelle Anreize setzen. Also das waren jetzt diese 5 Basisprinzipien. Was ist so die Quintessenz? Also was macht integrale Politik anders, als wir es bisher so kennen, auf eine paradigmatische Art und Weise? Okay, Nummer 6. Jetzt kommen wir zu den Anwendungsprinzipien.
Und die erste Frage ist natürlich, wie übersetze ich das in Strukturen, Institutionen und in Prozesse, in konkrete Dinge, die halt das Betriebssystem verändern. Ja? Also eine integrale Anthropologie, die davon ausgeht, ganzheitliche Wahrnehmung der Person. Wir haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse, nicht nur materielle und mentale, sondern auch emotionale, zwischenmenschliche und spirituelle zum Beispiel. Wir entwickeln uns und jeder ist irgendwo in seiner Entwicklung. Wenn wir das alles einbeziehen würden, was heißt das dann für die Strukturen? Also wie können wir ganzheitlich in die Ganzheitlichkeit, in die Politik einladen? Ein ganz interessantes Buch dazu, nur so als Randnotiz, von Hanno Burmister und Christian Holtmann. Liebeserklärung an eine Partei, die es nicht gibt. Ja, du kennst es. Da geht es um so die Vision einer transformativen Partei. Kann man drüber diskutieren. Also es gibt da schon so ein paar Ideen, aber es ist eben eine Vision. Also die haben's, ich habe dann gleich gedacht, ja, wo kann ich mich anmelden, da mitzumachen? Aber da haben sie dann gesagt, nee, also das ist dann nicht ihr Job. Also sie haben jetzt nur die Vision hier entworfen, das müssen dann andere machen. Ja, vielen Dank. Die Frage ist, ob es Parteien überhaupt noch sind oder ob es völlig neu ist. Ganz genau, ganz genau, ganz genau, ja. Das wäre nämlich dann auch meine These, also dass diese Parteilichkeit, das ist ja genau eben dieses Repräsentationsprinzip von gestern oder von, ne, von vorgestern, was natürlich schwer zu überwinden ist, weil wir können uns das nicht gar nicht anders vorstellen, ja, und deswegen müssen wir jetzt also andere Ideen in den Raum werfen, damit sich Leute und andere Praktiken, damit sich Leute was anderes vorstellen können als dieses Parteiengezänk. Ich hätte eine Frage als Anthropologin, die auch wieder steht, welche Erwerbsanreize durch solche Kooperationen ersetzen. Wäre es nicht aber in einem integralen System oder in integralen Systemen erlaubt, dass man auch wenn ich jetzt einfach mal postuliere, dass es auch ein menschliches gesunder Wettbewerb innate auf Deutsch, das Wort, ja, weiß ich gar nicht, ja. Also ein angeborenes, eine Lust auch an einem Konkurrieren, ja, die man ja auch positiv nutzen kann, wenn man die richtig kanalisiert. Ja, genau. Ja, ja, guter Punkt. Das passiert ja zum Beispiel im Sport zum Beispiel, wobei da gibt es auch Übertreibungen. Aber eben, das müsste man sich dann anschauen. Also ein gewisser, gesunder Wettbewerb ist vielleicht gut, wenn es darum geht, wer hat die beste Lösung für Problem XYZ? Da kann man einen super Wettbewerb veranstalten. Ja, also wer hat die beste Innovation, um, ne, diese ganzen Klimafragen und so weiter. Eingebettet in Kooperationen quasi, ja, aber dann eben das nutzen, was halt an genau der Stelle taugt. Und das ist doch eigentlich und nicht also als Selbstzweck nach dem Motto, nur damit ich am Ende siege, dass meine Partei ein paar mehr Prozent bekommt, fokussiere ich meine ganze Aufmerksamkeit nur darauf, meinen Gegner schlecht zu machen. Da gibt's auch schon Begriffe für Co-Opetition. Co-Opetition, genau. Also das könnte man alles, wenn man das jetzt ernst nehmen würde, in Systeme, in Strukturen hinein designen und sich überlegen, also das wäre jetzt eine Frage für eine Workshop-Gruppe, ja, wo man zum Beispiel ansetzen könnte, wie könnte das aussehen? Also an welchen Punkten könnte man da ansetzen, um diesen ungesunden Wettbewerb rauszunehmen und einen gesunden Wettbewerb stattdessen reinzubringen? Ich muss man da an den Besitzverhältnissen ansetzen, weil ne, solange die Konkurrenz das Grundprinzip des Kapitalismus ist und jeder konkurrieren muss, also Konkurrenz ist ja übersteigert, Lobbyismus, um nicht pleite zu gehen, und das hat was mit Besitzverhältnissen. Ja, das Wirtschaftssystem ist eine ganz grundlegende Frage. Diese ganzen, also ich meine, die heutige Politik ist auch deswegen so erfolgreich in dem Sinne, dass sich nichts verändert, weil einfach sie so stark finanziert wird von bestimmten ökonomischen Interessen, die daran einfach ja, ein Interesse haben, dass es so bleibt, ja, weil die sich halt dafür ihr kennt das alles. Und das sind sehr harte und ernste Fragen, die man sich stellen muss, wenn man das mit dem Prinzip 5, mit dem übergeordneten Zweck an erster Stelle, wenn man das ernst nimmt. Und da sind schon viele auch platt gemacht worden, das weiß ich von Bekannten, die es eben versucht haben, weil die Lobbys einfach super stark sind. Also da muss man sehr gut aufpassen, wie man sich dem annähert. Ja. Ich beschäftige mich ja sehr viel mit Gesundheitspolitik. Und das ist das beste Beispiel. Wir arbeiten, also wir Wörchbuchern, die Krankenversicherung, pharmazeutische Industrie, also wir haben auch quasi schon erarbeitet, dass wir die Wirtschaft, quasi der Wirtschaft Anreize bieten müssen, um mit Gesundheit Geld zu verdienen und nicht mit Krankheit. So, und es sind dann auch so Sachen, wie ich meine, Skandinavien gibt es uns ja vor,
Zuckersteuer, Taurinsteuer, wir sind sogar bei der Taurinsteuer, also die ganzen Energy Drinks, die ganzen, also Taurinsteuer und natürlich Tabaksteuer sowieso. Und dass wir quasi die Menschen wieder in Konsum bringen mit Yogamatten, Biogemüse, also dass da eine Lobby ist, weil die Wirtschaft will ja weiter Geld verdienen. Und deswegen haben wir uns schon überlegt, wir können nicht quasi das wegnehmen, mit dem sie Geld verdienen, also dass eine Cola billiger ist als ein gutes, stilles Wasser, sondern dass wir der Wirtschaft da Anreize bieten müssen, um in die Gesundheit zu investieren. Mhm. Und der Anreiz ist auch, dass natürlich wesentlich weniger Krankheitstage und wesentlich weniger, also das ist unser System, wie wir die Wirtschaft aktivieren möchten. Ja, ganz tolles Beispiel und das Gesundheitsthema ist natürlich das beste Beispiel quasi für diesen starken Lobbyismus und diese falschen Anreize, die quasi eher Krankheit unterstützen, weil davon ökonomisch profitiert werden kann, als Gesundheit, als ganzheitliche Gesundheit. Genauso wie die das Ökosystem. Also das ja. Können wir es jetzt nicht mehr leisten und dann so. Haben wir noch keine präventiven Methoden und wir haben auch, genau. Letzter Satz dazu, auch Open Spaces gemacht für Gesundheit in Schulen, Präventionsmedizin in Schulen, in Universitäten, Ärztegesundheit und solche Sachen. Ja. Es gibt ein ganz cooles Institut, SOE-Institut für zukunftsfähige Ökonomie in Köln. Hatte ich bis jetzt auch nicht auf dem Radar, habe jetzt vor kurzem ein Interview gemacht in unserer Serie Pioneers of Politics mit dem Jakob Hafele, die genau das machen, also wirklich gucken, wie können wir gesunde ökonomische Anreize in unsere Systeme hinein designen. Die sind mittlerweile auf EU-Ebene mit dem Konzept der Donut-Ökonomie gelandet. Also ein ganz spannendes Ding, lohnt sich mal anzuschauen. Ich versuche es auch als kurze Anmerkung zu sagen. Ich finde auch an der Stelle eigentlich wieder das Prinzip der Resonanz einfach ganz, ganz wichtig. Weil sobald ich in Resonanz mit meiner Umwelt bin, sobald ich das als resonante Wechselwirkung spüre, kann ich gar nicht mehr die Umwelt ausnutzen. Und ich kann nicht anders als gemeinsames Wachstum als Ziel empfinden. Und das ist meines Erachtens wirklich, da kann Bennett vielleicht mehr dazu sagen, der Ansatz von Hartmut Rosa, also da glaube ich auch viel Synergie zu sehen. Ja, das wäre auch noch ein gutes Prinzip, was hier noch expliziter rein sollte, ja. Genau. Ja, wie kann das aussehen, integrale Anthropologie in Strukturen umsetzen? Wir haben dazu ein ganzes Output, nennt sich das in der EU-Sprache, ja? Also so ein Produkt, was wir da im zweiten Bereich in dieser Frage, wo sind die Pioniere, erstellt haben. Das kann ich jetzt nicht zeigen, weil ich kein Internet hier habe, aber das sieht so aus. Moment. Quatsch. Da ist es. Also das ist eine Präsi, ja, das könnt ihr, das ist so eine Präsi-Präsentation, eine interaktive, sieht man das jetzt doch? Nee, sieht man nicht. Also da kann man dann reinklicken, also das, Moment mal, guck mal, ob ich hier wieder zurückkomme. Also das ist quasi der Planet A, so nennt das unsere Kollegin aus England, die das federführend gemacht hat. Ja, also wo quasi wie unter unseren Füßen schon ein neuer Planet von neuen politischen Projekten, Initiativen, coolen Ansätzen entsteht, die unter dem Radar sind, weil die Medien sich natürlich immer auf das Theater über der Wasserlinie stürzen. Die Medien sind übrigens ein Teil des Problems. Ja. Und was aber dazu beiträgt, quasi wie ein Planet A, also ein Alternativ, oder sie nennt es auch parallele Polis, ja, also ein Konzept von Václav Havel. Sie heißt Indra Adnan, hat das Kapitel über feminine Politik geschrieben in dem Buch. Und ist hat eine ganz spannende Plattform gegründet, The Alternative UK, also quasi inspiriert von dieser dänischen Partei, die ich schon erwähnt hatte, Alternative, nennen sie sich auch Alternative und haben sich aber nicht als Partei in England, sondern als Plattform gegründet, weil man im Mehrheitsparteiensystem überhaupt keine Chance hat als Newcomer und deswegen eher von unten. Ja, also diese ganzen Ansätze erstens zu unterstützen, selber an der Basis zu arbeiten mit den Leuten und eben auch quasi so eine Medienplattform aufzumachen. Sie selber ist Journalistin gelernte unter anderem und da wirklich diese Dinge auch sehr professionell zu präsentieren. Ja, also es gibt schon 100.000 super tolle Initiativen in der ganzen Welt quasi. Wenn man genau hinschaut, also wenn man den Fokus darauf stellt, anstatt auf dieses Theater da oben über der Wasserlinie. Ne? Also das nur so als Anregung.
Also ich habe das jetzt noch mal so ein bisschen aufgedröselt, auch mit den Begriffen von Hansi Freinach, das ist der mit der metamodernen Politik, weil eben diese Ansätze Demokratisierung, also Vertiefung der Demokratie in dem Sinne weg von der Parteienlogik hin zu mehr Partizipation, zu mehr Bürgerbeteiligung, geloste Bürgerräte ist ein schönes Beispiel, konsentbasierte Entscheidungsfindung, Soziokratie haben wir heute Nachmittag, und so weiter. Diese ganzen Ansätze, die eben nicht auf Mehrheit beruhen, sondern auf kollektiver Intelligenz. Also wenn wir zusammenkommen in einem gut moderierten Raum, ja, wo Ganzheitlichkeit mehr Platz findet, dann kann sich sowas wie kollektive Intelligenz zeigen, die weit über das hinausgeht, was einzelne Positionen sozusagen jemals zu bieten hätten. Also wie können wir da Strukturen schaffen, die sowas facilitieren, also ermöglichen oder moderieren können? Also das ist genau dieser erste große Punkt in Hansi Freinachs Modell, nämlich Demokratisierungspolitik, also als eine von sechs Formen, wie er das nennt, einer metamodernen oder integralen Politik, die quasi ja, diese sechs Punkte ins Zentrum stellt. Es geht darum, Demokratie permanent weiter zu vertiefen und zu erweitern. Das ist ein unabgeschlossener, also ein open-ended Prozess, wo wir jeweils, so hat sich Demokratie auch entwickelt. Wie gesagt, erst waren es nur die reichen Männer, dann alle Männer über 18, dann die Frauen. Es hat sich immer weiter erweitert, was wir unter Demokratie verstehen. Das ist keine abgeschlossene Definition, sondern so wie sich unsere Kulturen weiterentwickeln, entwickelt sich auch unsere Vision oder unser Verständnis dessen, was wir als Demokratie oder als demokratisch empfinden. Und da immer tiefer zu gehen und immer bewusster und immer integraler zu werden, das wäre das Ziel. Genau, zweiter Punkt, Gemeinschaftspolitik. Also in dem Sinne, dass eben wie bei Sharma schon bei dieser zweiten Trennung von Sharma, dass wir den Kontakt miteinander ein Stück weit verloren haben. Jedenfalls im öffentlichen Raum geht es nicht mehr so sehr darum, wie gut sind unsere Beziehungen, sondern wer ist der Beste, wer verdient am meisten und so weiter. Also diese ganzen Marktlogiken. Und da könnte eine Gemeinschaftspolitik, eine integral informierte, die das in den Fokus stellt, natürlich ganz viele Vorschläge machen. Das kann man dann dort nachlesen in dem Kapitel, wie sowas aussehen könnte. Also man könnte... Er kommt dann immer Ministerium für Gemeinschaft, ja, also man könnte erstens mal messen, wo stehen wir eigentlich gerade. Es gibt jetzt in England, neuerdings jetzt auch in Deutschland, ein Gespräch darüber, ein Einsamkeitsministerium, ja, weil das ein super verbreitetes Phänomen ist, dass Leute sich einsam fühlen. Ja, jetzt gerade heute Morgen wieder gelesen, die Anzahl der Single-Haushalte hat sich, ich weiß nicht, vervielfacht, ja, also und das ist ein Kollateralschaden unseres ganzen Systems, ja, wo wir auch gegen agieren könnten. Also wir könnten eine Gemeinschaftspolitik betreiben, jetzt nicht im Sinne von piep, 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 sondern einfach von ganz gezielten Angeboten, Räumen, wo Begegnung gefördert wird. Ja. Manchmal fehlt es ja wirklich an den Räumen, an den physischen Räumen, wo man zusammenkommen kann. Bis hin zu Liebescoaching. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen krass, aber wer hat denn gelernt zu lieben? Ja, das könnte man ja eigentlich in der Schule unterrichten. Oder man könnte Kindern Mentoring oder Coaching anbieten. Also wenn ich so zurückblicke, meine ganzen psychischen Schäden wären vielleicht nicht so dramatisch, wenn ich als Kind begleitet worden wäre in einer angemesseneren Art und Weise, wo meine Stärken gesehen worden wären und ich unterstützt worden wäre, gewisse Dinge weiter und so weiter und so fort. Ne? Also diese ganzen Dinge, die könnte man politisch unterstützen, wenn man das als Priorität für Politik definieren würde. Man kann Räume schaffen, wo Begegnung, wo Miteinander und so weiter organisiert werden kann, sodass eben ja, die Beziehungsqualität für alle davon profitiert. Und im Übrigen trägt das auch zu so etwas bei wie innerem Wohlstand. Ja? Vivian Dittmar kennt ihr vielleicht. Ja, also was eben ein Grund dafür ist, dass das materielle Wachstum so stark gewertet wird, weil wir glauben, alle unsere Bedürfnisse über materiellen Konsum stillen zu können, was natürlich nicht der Fall ist. Also wenn man sagt, es gibt vier Bedürfnisarten, materiell, mental, emotional, spirituell, dann kann man drei davon eigentlich nur begrenzt oder gar nicht über materiellen Konsum befriedigen. Und wenn man das ernst nehmen würde als Politik, dann würde das Materielle auch einen viel kleineren Raum annehmen. Bräuchten wir auch viel weniger, wenn wir stattdessen innere Beglückungen etc., Bedürfnisbefriedigung politisch unterstützen würden. Ja, bitte. Wir haben da in dieser Gruppe, diesem Open Space, eben auch einen Begriff versucht zu kreieren, der heißt Menschwohl.
Mhm. Also statt Tierwohl und Fridays for Future sollten wir uns erstmal auf Menschwohl konzentrieren, bevor wir überhaupt ins Außen gehen und vorwärts machen. Ja, und es schließt sich halt nicht aus. Nein. Also dieses Integrale, finde ich, ist einfach ein guter Rahmen, um zu gucken, haben wir eigentlich alles im Blick. Ne? Wir müssen alles gleichzeitig, oder was heißt müssen? Das wäre dann eine gesunde oder eine belastbare Art, die Dinge neu einzurichten. Und schließlich so existenzielle Politik, der dritte Punkt bei Hansi Freinacht, wo es wirklich so um... ja, diese Purpose-Frage eigentlich gibt, wieso die Sinnfragen, also wieso bin ich eigentlich hier, was ist der Sinn meines Lebens, wie glücklich sind wir eigentlich, ja, gibt es ja auch schon in manchen Ländern, dass das auch gemessen wird, Bruttonationalglück, könnte man ja zum Wert machen, anstatt jetzt wirtschaftliches Wachstum. Bhutan misst das seit vielen Jahren, das Bruttonationalglück, wie glücklich sind einfach unsere Bürger, ja, und was können wir als Staat oder als Gesellschaft dazu beitragen, dass sie glücklicher werden, wenn man mal davon ausgeht, dass glückliche Bürger wahrscheinlich viel mehr stärker motiviert sind und Lust haben, sich auch für andere einzusetzen, auch ihrerseits was zu geben für die Gesellschaft. Und ne, so, das ist ein sich selbst verstärkender positiver Effekt, wenn wir ne, an dieser Stelle Input geben und unsere Energie darauf richten würden. Machen wir das immer noch? Oder? Ja, genau. Und es kopieren ja zunehmend andere Länder auch, bis hin zur EU, dem Zoe-Institut sei es gedankt, also dass das jetzt immerhin ins Gespräch kommt. Ja. Und das sind alles solche Ansätze, die also sozusagen ganz zentral aus einem integralen Politikverständnis auf der Liste ganz oben stehen würden. So, also das war jetzt ein relativ umfangreicher Punkt, weil da natürlich sehr viel zu tun ist, aber auch getan werden kann. Der nächste Punkt ist vielleicht auch erstmal so selbsterklärend. Also die integrale Politik muss verkörpert sein. Also damit meine ich eben, die Theorie verstehen ist eins, aber die bringt mir nichts, wenn ich jetzt nur da theoretische Pamphlete mir um die Ohren haue und diskutiere, wer ist jetzt der Integralste von allen oder was ist jetzt wirklich integral. Das ist am Ende nicht so wichtig, wie bringen wir das auf die Straße, ja? Und wie schaffen wir es, auch die breite Masse von Leuten, die davon noch nie was gehört haben und die auch überhaupt keine Lust haben, sich mit Theorie zu beschäftigen, von dieser Vision zu begeistern, die man nämlich auch erfahren kann. Da braucht man keine Theorie dazu. Das ist quasi auch unsere Aufgabe, denke ich mal, als Integrale, die wir es sozusagen jetzt von der Theorie her verstehen. Wie übersetzen wir das in eine Sprache, die für alle möglichen anderen Leute eben auch verständlich ist und auch attraktiv ist? Also ganz viele Aspekte, dieses Walking your talk, also, ne, also nicht nur reden, sondern mach mal. Und da interessanterweise, das ist mir dann aufgefallen, meine sieben Kapitel in dem Buch, die Ideengeber sind alles Männer, Aurobindo, Gebser, Wilber, so. Aber diejenigen, die es umsetzen, die coolen Initiativen starten mit Basisarbeit, das sind meistens Frauen, ja, oder das sind jedenfalls Frauen, die Ideengeber und so Salons werden meistens von Frauen gehostet, ja, also es ist auch ein interessantes, sozusagen so eine Polarität, wo wir eigentlich beide Polaritäten brauchen, wir brauchen so das kognitive Verstehen, die große Vision und wir brauchen dann aber auch die Straße, ja, wir müssen das umsetzen. So, und das ist eben auch in der herkömmlichen Politik bekanntlich sehr unausgewogen. Da geht es eben meistens nicht so um das Embodiment. Das kommt sehr zu kurz. Dann etwas, was ich als Impuls so aus der metamodernen Politik sehr wertvoll finde, so diese sincere irony nennen wir es, also die ernste Ironie. Ja? Also es ist alles, man könnte heulen, wenn man sich den Zustand der Welt anschaut. Man muss sogar heulen, weil es alles, ja, die Prognosen nicht toll sind. Aber gleichzeitig kann man eine innere Distanz dazu aufbauen und sagen, so, also wir machen jetzt einfach das Beste daraus und gehen in so eine Haltung der Leichtigkeit. Und das kann man eben ganz gut aus so einer integralen Sichtweise, die eben nicht identifiziert ist mit Problem XYZ oder mit Lösung XYZ, sondern die immer einen Schritt zurückgehen kann und eine Freiheit sich dadurch innerlich bewahrt oder kultivieren kann und dann auch mal, ja, wie soll ich sagen, unkonventionelle Schritte gehen kann. Ja, also damit hat zum Beispiel der
Uffe Elberg, der die Alternativwelt in Dänemark gegründet hat, ganz stark im Wahlkampf gearbeitet. Das ist ein Komiker vor dem Herrn, der hat dann irgendwie im grünen Balletttütüchen da irgendwie solche Tänzchen aufgeführt und so weiter. Also einfach sich selbst auch nicht so ernst zu nehmen, nach dem Motto, ich bin jetzt hier der erfolgreiche, seriöse Politiker, ich habe was zu sagen. Nee, sondern es geht auch darum, dass wir wieder Spaß haben an Politik, ja, und dass wir eben ja, Freude kultivieren, weil eine gute, schöne, ganzheitliche Politik macht einfach Spaß. Die macht Freude und die ist erfüllend und so weiter. Also diese Dimension zu kultivieren, das kann durch Spiel geschehen, das kann durch Kunst geschehen, das kann durch Tanz geschehen. Und so weiter und so fort. Quasi eine spielerische Haltung genau. Ernst nehmen. Also es ernst nehmen, dass man eine spielerische Haltung kultiviert. Ja, oder ernsthaft spielerische Elemente in die Politik hinein designen. Ja, sich überlegen, was könnten wir denn machen, hier und jetzt, ja, um so eine Leichtigkeit in unser Miteinander zu bringen. Da gibt es ja ganz viele tolle Methoden. Gerade vorgestern hatten wir einen Online-Kolloquium bei IFES, wo eine Kollegin von mir das SDG-Spiel, also dieses Nachhaltigkeitsziele der UN, vorgestellt hat. Und dann kam raus, die Leute im Kolloquium, die hatten dann 100.000 andere Spiele, die es schon gibt, ja, die ich auch alle nicht kannte, ja, wo auf eine spielerische Art und Weise man sich mit den Problemen der Welt beschäftigen kann, und zwar konstruktiv. Das gibt es alles schon. Ja. Also damit könnten wir uns doch mal beschäftigen. Und die könnten wir auch politisch unterstützen, solche Sachen, in der Bildung unter anderem, anstatt jetzt hier irgendwie ja, andere Dinge in den Fokus zu stellen. Weil man ja auch weiß, wiederum aus der Psychologie, Neuropsychologie, dass das genau. Hirn sich lieber... Ja, du machst Gaming. Genau. Ja? Ja. Also weil das nicht langweilig ist. Ja, und das verankert sich dann auch viel besser. Man weckt die Neugierde, genau, für diese ernsten Probleme der Welt, ja, indem man spielerisch daran arbeitet und sieht, ah ja, hier könnte ich ansetzen, da könnte ich ansetzen, und plötzlich wird man selber zum Mitgestalter. Genau, und das ist gleich die Überleitung zum nächsten Punkt, nämlich dem Beitrag von Karen O'Brien in unserem Buch. Sie war im Projektteam auch mit dabei, Universität Oslo. Wer sie nicht kennt, das ist eine sehr anerkannte Forscherin. Sie ist auch Mitautorin des IPCC oder mehrerer IPCC-Reports. Und zwar ist ihr Schwerpunkt im Grunde aus einer integralen Sicht auf die Klimaproblematik zu blicken, nämlich dahingehend, was sind die inneren Dimensionen des Klimawandels, die eben in der öffentlichen Diskussion bis jetzt immer noch nicht so großartig diskutiert werden? Da haben wir alle möglichen Zahlen, Daten, Fakten, die auch wichtig sind, aber das sind die Symptome, ja. Aber was das Ganze verursacht hat, nämlich unser in der Welt sein, unser Denken, unser Verhalten und so weiter, unsere Werte, ja, innere Quadranten, das spielt da gar keine Rolle, aber da kommt es alles her, ja, der Ort, von dem aus wir diese ganzen Systeme erschaffen haben. So, und wenn man sich das klar macht, dass wir das erschaffen haben, wir sind Ursprung, dann folgt daraus einiges für die Art und Weise, wie wir genau das Gegenteil davon machen könnten, nämlich zukünftig uns klimafreundlicher und planetenfreundlicher und lebensfreundlicher verhalten. Wenn man, das macht sie eben in ihrem Beitrag oder in ihrer ganzen Arbeit, im Grunde so die zentralen Einsichten der Quantentheorie, also wie Verschränkung, diese ganzen Mechanismen, die dort beschrieben werden, zu übertragen auf Gesellschaft, also auf Sozialwissenschaft, aber eben auch auf Politik, das war ihr Beitrag dann zu unserem Projekt, mal durchzudenken, was heißt denn das? Ja? Wenn ich verschränkt bin, dann hat alles, was ich tue, einen unmittelbaren Einfluss auf. Ja? Also diese Quantenverschränkung oder auch dieses Fraktale, ja? Also was ich in einem Kleinen tue, das hat Auswirkungen im Größeren und umgekehrt. Genau, also was dann so Karen O'Brien sagen, we matter auf Englisch, ja? To matter, das heißt ja bedeuten oder something matters oder etwas ist bedeutsam, aber in dem Wort steckt auch drin das Wort matter, Materie, ja. Und deswegen ist das auf Englisch noch viel mehr als auf Deutsch, so ein Wortspiel, we matter, wir manifestieren, das ist matter im Sinne von Materie, aber we matter, also das, was wir tun, das manifestiert sich, ja, und wenn wir das jetzt mal positiv wenden, yes, we can, das ist verkörpertes Wissen und wir können die Welt genauso gut anders erschaffen, so, das ist eine sehr kraftvolle Vision einfach auch. Also und zwar nicht nur einfach eine Vision, sondern da ist Wissenschaft dahinter. Das ist die aktuellste, noch nicht überall angekommene physikalische
Einsicht der Wissenschaft, ja, das Quantenfeld. Ja, das ist, wir sind immer noch im Newtonschen Zeitalter, was Politik betrifft. Aber wenn wir da mal endlich auf der Höhe der Zeit ankommen würden, dann hätte das radikale Implikationen für Politik. Und der letzte Punkt, quasi wie so eine Polarität dazu, letzter Stand der Wissenschaft und gleichzeitig auch den Raum fürs Nichtwissen. Der gehört immer mit dazu, in dem Sinne, wie ich vorhin gesagt habe, okay, das ist jetzt nicht sozusagen das Nonplusultra, diese 10 Prinzipien, vielleicht kann man noch Resonanz und Kohärenz, da wären noch ein paar andere. Das ist so mein heutiger Stand der Weisheit, sage ich mal. Aber ich würde nie behaupten, das ist es jetzt und das ist geschlossen, sondern wenn man jetzt Wilber ernst nimmt, das berühmte Bild vom Topf voller Goldtaler am Ende des Regenbogens, das gefällt mir so gut. Also als Ausdruck dafür, dass die integrale Vision ist immer eine Vision und es ist niemals ein abgeschlossenes Ding, was sich nicht mehr verändert, sondern es verändert sich ständig. Und dazu braucht es diese Haltung der Offenheit, der Wertschätzung auch des Nichtwissens, wo nämlich sowas wie dann Weisheit auch sich zeigen kann und neue Einsichten und so weiter und so fort. Genau. Also das sind meine 10 Prinzipien. Im Überblick nochmal.